Ja, hallo, liebe Meerwasserfreunde, moin moin und willkommen zurück in Hamburg. Heute zum Thema Clownfische. Ich hatte ja schon die letzten Male berichtet, dass meine Clownfische also hier permanent dabei sind, Eier zu legen. Und das haben sie auch dieses Mal wieder recht fleißig gemacht. Zu meinem Erstaunen ist das Gehege also dieses Mal nicht ganz so groß. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen rangezoomt. Es sind also nicht ganz so viele Eier. Die waren wieder ganz fleißig. Und diesmal möchte ich es wirklich wissen. Also so langsam artet das hier zu einem Wettbewerb zwischen den Clownfischen und mir aus. Wir haben beim letzten Mal von den Clownfischen doch, ich sag mal so 40 Larven ungefähr einfangen können. In der Nacht, als sie geschlüpft sind und haben sie dann ins kleine, ins Nanobecken getan. Da ist auch eine deutlich bessere Biologie drin, also viel, ja, viel mehr Leben. Allerdings hat tatsächlich also kein einziger Fisch von ihnen überlebt. Diesmal möchte ich es wissen. So, wir haben ja den großen Vorteil, dass sie hier an einer einzelnen Koralle, die frei steht, die kann ja so hin und her schieben, wie ich möchte. Die Eier legen und so, die müssten eigentlich ja heute, morgen, übermorgen spätestens schlüpfen. Und jetzt wollen wir mal eine ganz andere Technik versuchen. Wir wollen also diese gesamte Koralle hier rausnehmen. Die Clowns werden meckern, klar, wir nehmen ihnen ihr Zuhause weg. Vielleicht ist der Nebeneffekt, dass wir hier die Clowns zu ihrer Anemone bewegen können. Das werden wir mal schauen. Wir wollen aber diese Hammerkoralle, diese Euphilia, in der sie leben, rausnehmen und wollen die in ein anderes Becken setzen, sodass quasi die Larven im anderen Becken schlüpfen können. So, und der eine oder andere, der meine Videos vielleicht regelmäßig sieht, weiß, dass ich Phytoplankton züchte. Wir haben also hier dieses Phytoplanktonbecken einfach umgestaltet, haben so eine kleine Pumpe reingebracht, sodass wir ein bisschen Strömung drin haben. Wir haben einen Heizstab drin und genau hier werden wir also die Euphilia reinstellen. Das ist ein 20-Liter-Becken, ist echt okay und die Hoffnung ist quasi, dass die Clownfische hier schlüpfen. Die Koralle werden wir also mit Eiern hier rübernehmen. Ich hoffe, das gelingt uns ohne Unfall, also dass eben auch die Eier überleben. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wie das so wird. So, und nun wieder zurück zum größeren Becken. Die Koralle ist relativ groß. Ich hoffe, dass wir die ohne Unfall rüberkriegen. Das heißt, wenn wir sie hier rausnehmen, dann müssen wir erstmal die Clowns vertreiben. Das gelingt ja relativ leicht und ohne Probleme. Wenn wir sie rausnehmen, dann werde ich oben, also die Polypen, so ein bisschen tätscheln, sodass sich die Koralle zusammenzieht und dann kopfüber, also die Polypen nach unten, rausnehmen. Dann natürlich in ein Zwischengefäß irgendwie mit richtigem Aquariumwasser, mit Salzwasser und so weiter geben und rüber in das kleine eigentliche Phytoplankton. Becken, aber eben jetzt Aufzuchtbecken für die Clowns geben. So, und dann hoffe ich erstmal, dass wir den Transport hier ganz gut überstehen. Zeige ich euch dann gleich. So, und nun noch mal zurück zum zukünftigen Aufzuchtbecken. Also ich habe hier natürlich ganz normales Meerwasser angemacht. Ich habe das Becken so ein bisschen angeimpft. Das heißt, ich habe von meinem alten Becken hier Wasser eingegeben, weil sonst habe ich einfach nur Salzwasser. Da muss also ein bisschen Biologie rein. Ich habe hier in diesen 20 Litern ungefähr 1 Liter von meinem normalen Meerwasser aus dem Becken reingegeben. Diese kleine Pumpe hier, die baut eine ganz gute Ringströmung auf. Ich hoffe, das reicht, um das eben dann auch ordentlich zu durchströmen. Also es ist ja ganz wichtig, dass die Eier ja permanent mit Frischwasser umströmt werden. Die Auflösung des Rätsels zeige ich euch morgen. Bis dahin, ciao, ciao.